Hallo, werte Zuschauende und willkommen beim Beitrag des Projekt- und Forschungspraktikums B34. Ich bin Lisa und ich werde euch zu Beginn dieses Beitrags einen Überblick über meine Wahrnehmung der Welt geben. Die in diesem Video eingeblendeten Fenster zeigen, wie ich meine Umgebung wahrnehme und interpretiere. In meiner Basis befindet sich ein Laserscanner, mit dem ich alles, was auf dem Boden vor mir geschieht, bis in einiger Entfernung beobachten kann. Mit diesem Laser bin ich über die Zeit in der Lage, eine komplette zweidimensionale Karte aufzubauen und mich darin zu lokalisieren. Oben, wo man eigentlich einen Kopf erwartet, besitze ich eine Kinect 2 Kamera, mit der ich sowohl ein Farb- als auch ein Tiefenbild aufnehmen kann. Dadurch stehen mir dreidimensionale Punktewolken meiner Umgebung zur Verfügung. Mit Hilfe von neuronalen Netzen bin ich in der Lage, bekannte Objekte zu erkennen und beispielsweise zu lokalisieren. Wie man sieht, bin ich nicht nur in der Lage, Objekte zu erkennen, sondern auch Personen. Aufgrund der Infektionslage dieses Jahr konnte unser Team leider nicht wie geplant am RoboCup teilnehmen. Stattdessen haben wir uns so gut wie es unter diesen Umständen möglich war für das kommende Jahr vorbereitet. Wir zeigen euch nun ein paar Ausschnitte aus möglichen Wettbewerbsszenarien. In dem Wettbewerbsspielrestaurant sollen Roboter die Gäste bedienen. Dazu muss erkannt werden, wann eine Person etwas bestellen möchte, so dass man an sie heranfährt und ihre Bestellung verbal entgegennehmen kann. Das Folgen von Personen ist eine besonders schwierige Aufgabe. Nicht nur muss sichergestellt werden, dass man zwischendurch nicht einfach der falschen Person hinterherfährt, sondern man muss auch ein Auge auf die Umgebung haben, um mit nichts zu kollidieren. Außerdem muss man in der Lage sein, die Person wieder zu erkennen, wenn man sie aus dem direkten Blick verloren haben sollte. Hier muss ich richtig deuten, auf welches Objekt gezeigt wurde. Dabei spielt es keine Rolle, ob mir das Objekt bekannt ist oder nicht. Um auch unbekannte Objekte räumlich abgrenzen zu können, wird eine Oberfläche gesucht, auf der das Objekt stehen könnte. Mithilfe der Position und Zeigerichtung kann ich anschließend das Objekt auswählen, welches sich am nächsten zu meiner Schätzung befindet. In diesem Szenario begrüße ich Gäste auf einer Party und geleite sie zu den anderen Teilnehmern. Dabei muss ich mir personenbezogene Informationen wie ihr Gesicht, Kleidung und ihr Lieblingsgetränk merken, damit ich das Eis brechen kann, während ich sie allen vorstelle. Dies ist mein Kollege Thiago, der uns zurzeit durch die freundliche Unterstützung von Pal Robotics zur Verfügung steht und ebenfalls bei Haushaltsaufgaben hilft. Hier sieht man Thiago, wie er seine Umgebung analysiert, um bei seinem Versuch, ein Objekt zu greifen, in keine Hindernisse zu fahren. Wenn das Objekt gegriffen wurde, wird es dem eigenen internen Robotermodell temporär hinzugefügt. Falls ihr euch das nun gefragt habt, das Planen und Ausführen bei mir läuft ganz genau so ab. Vielen Dank an alle Teilnehmenden und bis bald.